Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Wir stehen hier mitten im Europapark und die Halloween-Zeit ist voll im Gange. Und wir wollen uns heute mal Halloween-Snacks anschauen im Europapark. Uns wird bestimmt auch die Kürbissuppe erwarten und die ein oder anderen Snacks. Wenn wir hier schon einmal in Frankreich sind, kann man den Tag doch hier ganz gut starten. Und zwar in der La Petite Boulangerie. Dort gibt es auch einen Kürbismuffin. Und den müssen wir auf jeden Fall probieren, also Kürbiskernmuffin. Und das hört sich schon sehr interessant an, den müssen wir auf jeden Fall probieren. Hallo, ich hätte gerne einmal einen Kürbiskernmuffin, bitte. Dankeschön, vielen Dank, tschüss. Ihr bekommt in der Bäckerei auch noch einen Halloween-Amerikaner, aber wir haben uns jetzt hier für den Kürbiskernmuffin entschieden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also so, ihr seht hier richtige Kürbiskernstücke. Auch ein bisschen saftig und den probieren wir jetzt mal. Was ich cool finde, dass der richtig saftig ist. Ich mag normalerweise keinen Trockenkuchen. Ich bin eher so ein Tortenfan. Sehr saftig. Ich schmecke jetzt keine Kürbisnote raus. Aber auch hier mit den Kürbiskernen ist cool, leicht zitronenhaft. Auch passend, meine Lieblingsfarbe Orange ist hier der Muffin und war schon richtig gut. Der ist super saftig, ja, gell? Ja, super, ja. Eine dicke Empfehlung hier, holt euch diesen Kürbiskernmuffin. Hier gibt es einen Flammkuchenstand. Es erwartet uns den Flammkuchen mit Kürbis und den müssen wir probieren. Hallo. Ich hätte gerne einen Flammkuchen mit Kürbis. Genau. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Ich habe mir jetzt hier einen Flammkuchen geholt für 11,50 Euro. Der wird in einem über 300 Grad heißen Ofen gebacken. Und wenn ihr das riechen könntet, das riecht wirklich gut. Und es wurde sogar noch ein bisschen Pfeffer drüber gestreut, damit es ein bisschen spiciger ist. Und sieht sehr lecker aus mit dem Kürbis. Und den werde ich jetzt erstmal schmecken lassen. Sehr lecker. Wirklich sehr, sehr gut. Die Kombination mit den Kürbisstreifen, dem Hüttenkäse, den Zwiebeln und das leichte Pikante, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch sogar noch ein bisschen Pfeffer draufstreuen lassen, so roter Pfeffer. Das ist eine richtig leckere Kombi und ist auf jeden Fall eine coole Empfehlung. Also probiert es auch gerne mal aus. Hier am Flammkuchenstand bekommt ihr hier eine Kürbisflammkuchen, extra hier in der Halloween-Zeit. Nächster Snack hier beim Schwarzwaldladen und hier bekommt ihr auch die Halloween-Kürbissuppe und den Feuergriller. Hallo, einmal den Feuergriller bitte. Dankeschön. 4,90 Euro kostet der Feuergriller und ja, ihr könnt euch hier so viel Senf und Ketchup nehmen, wie ihr möchtet. Das finde ich immer richtig nice, diese kleinen Ketchup-Tüten, damit kann man eh nicht richtig viel anfangen. Und ja, Ketchup packe ich mir auch mal drauf. Und es ist auch eine relativ große Wurst, also ich finde, ihr seht es ja, für den Preis echt cool. Und mal schauen, ob die auch sehr pikant ist, ob sie ein bisschen scharf ist. Kann man nichts falsch machen. Wenn man es ein bisschen schärfer mag, ist es auf jeden Fall die perfekte Wurst für einen. Wir sind jetzt hier im Rockcafé in der Deutschen Allee und das ist das Restaurant, was mit am längsten aufhat. Und auch hier bekommt ihr erschreckend leckere Halloween-Specials. Zum Beispiel einmal eine Kürbissuppe, Chili Cheese Fries und einmal einen Scary Burger. Und wir entscheiden uns heute mal für den Scary Burger. Dankeschön, vielen Dank. Danke. Wir haben jetzt hier einmal den Scary Burger. Und zwar haben wir da einmal Crispy Chicken drauf, karamellisierte Zwiebeln, Guacamole, Tomatensalsa und ja, Salat. Sieht gut aus mit einem roten Bun, das ist auch das Besondere hier. Ist ja auch ein Halloween Burger. Und Pommes am Start. Und das werde ich mir jetzt erstmal schmecken lassen. Das Ganze kostet übrigens 16,90 Euro. Der Burger
finde das ganz in Ordnung, kann man auf jeden Fall machen. Natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einem Burger in so einem richtigen fetten Burgerladen. Aber für den Oberpark, finde ich, passt es auf jeden Fall. Kleiner Tipp von uns noch, ihr kriegt den Burger auch noch im Food Loop. Food Loop ist zwar wirklich sehr, sehr beliebt, dennoch bekommt ihr dort den ganzen Burger ohne Pommes für denselben Preis. Und hier habt ihr einfach die Pommes mit dabei. Also wenn ihr Bock auf einen Scary Burger habt, dann esst es hier lieber im Rockcafé. Wir stehen jetzt hier vor dem Schloss Balthasar, genauer gesagt vor der Speisekarte. Hier gibt es Kürbis-Quinoa-Risotto mit buntes Tempura-Gemüse und Sojapilz-Rahmsoße für 19,50 Euro. Das kennen wir tatsächlich noch nicht und das müssen wir auf jeden Fall noch probieren. Wir haben uns erst das Quinoa-Kürbis-Risotto bestellt und mal gespannt, wie es schmeckt. Wir haben jetzt unser Quinoa-Kürbis-Risotto bekommen. Wir haben ja einmal mit der Soße, mit den Champignons und mit dem Gemüse. Es sieht wirklich sehr lecker aus und das werden wir uns jetzt mal schmecken lassen. Das ist Kürbis im Teigmantel, so lecker. Also Wahnsinn, habe ich so noch nie gesehen. Wir kamen hier aus dem Schloss Balthasar hinaus und hier ist auf jeden Fall das beste Halloween-Gericht, was wir gegessen haben. Dieser Kürbis-Risotto war unheimlich lecker. Waren zwar Champignons drin, das war jetzt nicht Vivis Fall, aber die habe ich dann schnabuliert. Und ja, probiert es auf jeden Fall mal aus. 19,90 Euro hat der ganze Spaß ja gekostet. Ist jetzt nicht super preiswert, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also mit Abstand echt das Beste, was wir bisher hatten. Hinter mir ist das Snack-Restaurant Three Piglets und dort gibt es Chili Cheese Fries und die werde ich mir jetzt einmal bestellen. So sehen die ganzen Chili Cheese Fries aus und was erwartet euch? Ihr kriegt eine Pommesportion mit Chili con Carne und Cheddar-Käse obendrauf und die werden wir uns jetzt mal schmecken lassen. Die Pommes lagen zu lange in der Auslage. Die Pommes sind echt kalt, aber das da oben drauf ist heiß. Ja, also Pommes ein bisschen wärmer, wäre es glaube ich noch guter. Noch guter, genau, noch besser. Dran erinnert mich halt einfach an Homestyle-Pommes. Wäre halt das auch cool, wenn es halt wirklich so dickere Pommes wären und nicht diese dünnen, weil Bibi hat ja schon gesagt, die sind halt leider echt ein bisschen kalt. Aber sonst geschmacklich top. Die Chili Cheese Fries sind fast aufgeputzt und natürlich müssen wir euch noch sagen, was das Ganze denn kostet. 6,90 Euro kostet euch die Portion Chili Cheese Fries. Mittlerweile stehen wir hier bei der Pizzeria Venezia und hier gibt es auch die ein oder anderen Halloween-Specials, wie zum Beispiel die Kürbissuppe, eine scharfe Pizza, aber ich interessiere mich für den Halloween-Lachs. 21,50 Euro, nicht ganz preiswert, den holen wir uns mal. Hallo! Einmal gern den Halloween-Lachs. Den Halloween-Lachs gibt es normalerweise bis 16 Uhr, aber manchmal habt ihr vielleicht auch Glück und kriegt ihn auch noch nach 16 Uhr. Das sieht wirklich sehr, sehr, sehr lecker aus und ihr bekommt das Gericht auch noch im Food Loop, nur halt einfach viel kleiner und ich finde es hier ein bisschen schöner. Jetzt gibt es hier auch neue Selbstbedienungskassen, geht natürlich alles viel schneller. Und jetzt wird das hier, ich habe das jetzt hier hingestellt, hier 14,80 Euro. Das ist falsch, weil es kostet 21,90 Euro, aber so hätte ich jetzt, also, hätte ich jetzt gespart, ne? Also das Konzept mit der Selbstbedienungskasse, dass man das einfach nur hinstellt und das Essen erkennt, ist echt top. Aber wenn man halt den falschen Preis, ist halt ein bisschen blöd. Aber ja, genau, vielleicht muss das einfach nochmal, gerade bei den ganzen Specials, nochmal ein bisschen neu konfiguriert werden. Also das kostet 21,90 Euro und wie gesagt, ordentliche Portion und die werde ich jetzt hier mal probieren. Der Lachs ist aufgeputzt, kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Wir sind gut satt geworden und genau, hier könnt ihr auf jeden Fall den Lachs euch schmecken lassen. Wie gesagt, vor 16 Uhr. Macht euch doch Glück, dass ihr den nach 16 Uhr noch bekommt. Ein absoluter Klassiker, also was darf im Herbst im Europapark nicht fehlen? Natürlich eine Kürbissuppe. Wir haben die hier im Fjord-Restaurant geholt. Die gibt es gegenüber dem Kaffee- und Kuchen-Ausgabe und zwar kostet die 4,90 Euro. Und ja, mit Sahne und Kürbiskerne und die lassen wir uns jetzt hier mal schmecken und
Oh Leute, es riecht schon so gut, wenn ihr es riechen könntet. Sehr lecker. Die Kürbissuppe ist echt super, super lecker und die gibt es tatsächlich auch an verschiedenen Orten im Europapark. Hier leider nur in so einer Pappschachtel, aber auch woanders, da könnt ihr sie auch im Teller bekommen. Zum Beispiel in der Pizzeria Venezia kriegt ihr auf jeden Fall auch Kürbissuppe. Das waren sie, unsere Eindrücke von Halloween Snacks hier aus dem Europapark 2024. Genau. Was sind denn unsere Lieblingssnacks? Das fragt ihr immer. Also in diesem, was wir heute in diesem Jahr getestet haben, fanden wir die Chili Cheese Fries hier ganz gut bei dem Tree Piglets. Schloss Balthasar. Ein absolutes Muss, das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Das war eigentlich so das beste Essen, was wir je hatten. Genau, also Quinoa-Risotto, Kürbis war wirklich sehr, sehr gut. Und was wir noch gut fanden, war der Kürbiskern-Muffin in Frankreich. Schade war, dass es echt nicht so viele neue Halloween-Snacks gibt. Es ist sehr viel altbewährte. Aber vielleicht kommt es ja auch im Laufe der Saison immer mal wieder neu. Also haltet ihr mal die Augen offen. Und wenn ihr noch was Neues entdeckt, was wir in dem Video nicht gezeigt haben, schreibt es mir unten in die Kommentare. Da könnt ihr euch ja austauschen und mal sagen, was ihr vielleicht diese Saison am besten findet. Und dann können wir am 31. die Halloween-Snacks ausprobieren, die ihr uns unten in die Kommentare geschrieben habt. Und das soll es gewesen sein. Euch noch ganz, ganz viel Spaß hier auf YouTube und bis beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Henne. Tschüss.